Herzlich willkommen hier auf Schattenwolf. Wir spielen heute Stadtland Fluss und ihr spielt mit. Also wenn ihr Bock habt, gegen Jonas und mich anzutreten in einem Game of Thrones Stadtland Fluss Special, dann schnappt euch ein Blatt Papier, einen Stift und spielt mit. Alper will einfach nicht einsehen, dass er immer nur gegen mich verlieren wird. Deshalb werde ich ihn heute Nacht ein weiteres Mal verführen. Nein. Was? Deshalb will ich ihn heute ein weiteres Mal besiegen. Ja, da fällt mir ein, wir beide haben eine Punktesparte vergessen, Jonas. Oh. Folgende Kategorien: Ein Ort in Westeros, das ist Nummer 1. Ja. Ne, sowas wie, okay, jetzt gebe ich keine Tipps, sowas wie Winterfell. Ein Ort in Essos, auf dem anderen viel größeren Kontinenten, wo es ja auch viel mehr Städte gibt. Dann eine Figur und, ganz wichtig, es zählt der Vor- oder der Nachname. Das heißt, ich habe eben schon Jonas das Beispiel gebracht, wenn man L wie Leonard hat, dann zählt sowohl zum Beispiel Lannister. Lollis oder auch Lannister. Ja. Also Cersei Lannister würde zum Beispiel bei L genauso zählen wie bei C, wegen Cersei. Dann ist die vierte Kategorie Schauspieler. Auch da gilt Vor- oder Nachname. Und das letzte ist, oh, da wird es so viele Diskussionen geben und darauf freue ich mich, ein Begriff aus der Welt von Eis und Feuer. Zum Beispiel sowas wie MB Maester. Maester als Beispiel. Aber ich würde sagen, sowas wie Drache. Na, weiß ich nicht. Drache würde meiner Meinung nach zählen. Ja, also, es muss schon sehr spezifisch sein. Ich würde sagen, Drachentanz ist gut, aber Drache ist so. Da müssen wir diskutieren. Okay, das wird zu vielen Diskussionen führen. Noch kurze Erklärung zu Punkten und zu der Zeit. Es läuft eine Zeituhr mit, die ist auf eine Minute gestellt, beziehungsweise hier jetzt eine Minute zwei, weil wir ein bisschen Zeit brauchen, um die Uhr zu starten und zu stoppen. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann müssen die Stifte hingelegt werden. Wenn aber jemand vor dem Ablauf dieser Minute fertig ist, dann ruft er laut Stopp, dann darf er selbst aber auch nichts mehr schreiben und dann muss auch der andere seinen Stift hinlegen. Mhm. Okay? Ich würde auch sagen, dass wir sowohl englische als auch deutsche Begriffe zählen. Genau. Also es ist ja Game of Thrones, das ist so ein spezifischer Bereich, da muss man das ein bisschen ausweiten. Und mit ausweiten kennst du dich ja gut aus. Ja, wenn ich dich ausweide. Und wenn. Boom, roasted. Und wenn man etwas hat, was der andere auch hat, gut, das ist jetzt bei zwei Personen natürlich relativ egal, aber es gibt halt, man kriegt 5 Punkte, wenn beide dasselbe haben, 10 Punkte, wenn einer was hat, was der andere nicht hat und 20 Punkte, wenn man was wo hat, wo der andere gar nichts hat. Ich hoffe, das war verständlich. Ich würde sagen, im Zweifel, wenn es hier zu lange Diskussionen gibt, entscheidet Leo hinter der Kamera. Genau. Schiedsrichter ist jetzt Leo hinter der Kamera. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch ein Blatt und einen Stift geholt, ansonsten könnt ihr jetzt pausieren und gerne mit uns mitspielen. Und ich würde sagen, willst du mit dem A anfangen oder mit dem Stopp? Ich will mit dem Stopp anfangen. Okay. Dann, wir legen los. A. Stopp. G wie Geralt. Okay. Gott, und es geht los. Oh, Scheiße. Wow. Bei einem fucking Was? Ort. Ja. Oh nein, ich bin viel schlechter. Du hast einen Ort? Ja. Nicht gucken. Spicken. Ach komm. Fuck! Eine Minute schon rum? Fuck, das war eine Minute. Scheiße. Tja. Oh, das war tricky. Du hast nur eins, nicht? Ich habe nur eins nicht. Ich habe den Ort in Essos nicht. Ich habe auch keinen Ort in Essos, aber ich habe noch leider was anderes nicht. Aber gut, möchten wir einfach mal loslegen? Okay. Ich habe als Ort in Westeros, und da könnte man schon drüber diskutieren, ich habe den grünen Arm des Tridents. Ich finde, das ist ein Ort. Ein Ort, das ist ein Arm eines Flusses. Das ist ja, halt das ist meiner Meinung nach ein Ort. Also das hätten wir vielleicht mal klären sollen. Meiner Meinung nach zählen auch Regionen und sowas. Ach so, okay. Ja, ja. Gut, dann können wir es auch mitzählen. Ich habe jetzt ist nur meine Frage: Den grünen Arm gibt es, ne? Es gibt den roten Arm, den. Das müssen wir gleich mal nachschauen. Aber ich glaube, deswegen haben wir übrigens auch den Laptop hier, ja, damit wir schnell nachgucken können.
Ich habe übrigens als Ort Goldzahn, Goldtooth. Oh, das ist gut. Und den grünen Arm gibt es. Okay. Dann kriegen wir beide da 10 Punkte. 10. Okay. Ort in Essos haben wir beide nicht. Gar nichts. Soll ich mal schnell? Ja, kannst du mal gucken, ob es irgendwas gibt? City in Essos G. Oder wie macht man das? Eine Karte von Essos vielleicht. Places in Essos. Das ist doch gut. Du kannst ja. G. Hier gibt's nichts. Wow. Ja. Nein, hier gibt's wirklich nichts. Oder? Doch, hier. Giska! Oh, Goyandrohe! Goyandrohe, ja, okay. Hätte man Gulf of Grief. Hätte man drauf schade. Null. Figur habe ich was sehr naheliegendes. Gendry. Habe ich auch Gendry. Hast du auch Gendry? 5 Punkte. Was hast du bei Schauspieler? Aidan Gillen. Ah, Littlefinger. 20 für dich. Oh! Für bei Begriff hatte ich erst Gärtner, aber also, dann bin ich auf Grünseher gekommen. Und das ist ja mal okay. Gut. Ich habe Goldrücke. Ja. Muss ich leider einsehen. Musste leider einsehen. Ich habe mich auf die Punkte 37, gefreut. Aber 40. Ich habe 45. Ich habe 25. Oh, oh, oh. Sind wir bereit für die nächste Runde? Sind ja. Wir? Ah. Stopp. Ich wieder G. Okay. Ah. Stopp. B. Okay. Boah, ist das schwer. Ich habe komplett nicht eingesehen, dass das so schwer ist. Stopp! Fuck. Oh Gott, ich hätte nicht Stopp sagen sollen. Okay, jetzt ist es eh vorbei. Aber ich glaube, ich hätte nicht Stopp sagen. Nicht mehr schreiben. Ja, ich streich den Rest durch. Okay. Bei Ort in Westeros hast du nichts? Ich habe nichts, ne. Da habe ich Blackwood. Blackwood? Gibt es das? Das ist ein Haus. Das ist ein Haus, ich weiß, aber. Ey, guck doch direkt auf den Wiki. Ja, aber das ist ja Places in Essos. Ich glaube, es gibt keinen Blackwood. Ich glaube, es. Raven Tree Hill kommen die her. Ich weiß, ich glaube, es gibt keinen Blackwood. Ja, gibt es nicht. Okay, dann. Okay, pass auf, dann kriege ich jetzt Strafpunkte dafür, ne? Machen wir minus 10? Nur minus 10. Minus 10 Strafpunkte für. Stopp gesagt. Ort in Essos Braavos? Ja, habe ich auch Braavos. Was hast du bei Figur? Robert Baratheon. Den hatte ich nämlich zuerst auch und jetzt habe ich Barristan. Okay. Barristan sind wieder 10. Schauspieler? Nee. Hast du keinen? Nee, ist kein eingefallen. Der gute alte Sean Bean. Oh, fick, ey. Das sind 20 Sean für mich. Bean. Und Begriff ist mir auch nichts eingefallen, ey. Okay, jetzt können wir diskutieren. Zählt Baelor? Baelor? Mhm. Vielleicht meine, das ist ein Begriff, so heißt auch eine Folge. Ja, ist okay. Echt? Oh, das ist aber gönnerhaft von dir. Die Septe von Baelor. Ja, deswegen. Minus 5. 45 Punkte für mich dieses Mal. Vielleicht machen wir aber die Zusatzding, dass bei Begriff darf es kein Name sein. Es ist aber ein Name, das ist halt die Sache. Ja, ich meine, das kennt ihr dann bei Figur. Weißt ja, okay. Du, dafür machen wir ab jetzt bei Begriffen. Okay. Muss wirklich, darf keine Figur sein und kein Haus oder sowas. Okay. Sondern okay, wirklich okay, so ein Begriff. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Alles klar. Dann bin ich jetzt wieder mit dem A, ne? Ich habe 15 jetzt. Ich habe 45. Das heißt, ich führe, ne? Mit 10 Punkten. Wenn ich irre. Ich habe jetzt 60 Punkte insgesamt. 70 oder 60? Ja, 60. Ich habe 70. Scheiße. Dann. Stopp. F wie Friedrich. Gott, mir. Ich hab grad voll einen Hänger, ey. Der Fangornwald bringt mir jetzt nicht viel. Scheiße. Ah!
Oh, ist das schwer. Ich habe komplett nicht. Oh. Meine Güte. Ich habe nichts. Du hast nichts? Ich habe nichts. Ich hab eins. Ich habe nichts. Wow. Überhaupt. Boah, war das gar nichts. Verstehst du jetzt, warum ich Vor- und Nachnamen haben wollte? Bei Ort in Westeros habe ich Farwind, aber das ist auch ein Haus. Das ist das Haus Farwind zum Beispiel von. Aber das zählt dann nicht, ne? Ja. Bei Ort in Essos habe ich nichts. Guck auch mal nach. Guck was mal auch noch bei Ort in Essos und in Westeros. Ja. Ich frage gerade mal auch den Leo unter der Kamera. Leo, ist das alles okay oder ist es langweilig, wenn wir? Das ist okay. Es ist okay. Places in Westeros. Warte mal, hier ist es. Ach so, das ist dann auch nochmal. Place in Westeros with F. Ja, es ist halt leider nicht so schwer, nicht so einfach zu finden. Hier List of Characters gibt's hier einige. Locations mit F. Oh ja. Hier können wir, ja, das ist eine gute Liste. Oh. Die Finger! Oh. Ich hab sogar bei Figur mit. Oh. Oh Gott. Ja, Fist of the First Man, Fleer Button, hätte man alles drauf kommen können. Flint's Finger. Ich finde, sowas wie Free Cities hätte man theoretisch auch zählen können. Ich hab bei Orten erst das auch nicht. Aber ich hab was bei Figur. Ja, was? Den guten alten Walder Frey. Ach, fick. Mhm. Ach, Kacke! Bei Schauspieler hab ich auch. Nee, hab ich auch nichts. Fällt dir jetzt noch jemand ein? Schau mal. Nee, ich habe keine Ahnung, ey. Ich bin echt. Das ist schwierig, ne? Und mein Hirn ist gerade richtig leer. Dieser Zeitdruck auch noch. Bei Begriff habe ich auch nichts. Habe ich auch nichts. Dann hast du 0 Punkte, ich 20. Boah, dieses Spiel ist so verdammt schwer. Das ist echt nicht einfach. Das hier mache ich natürlich weg, ne? Nicht, dass da einer lunzt. Okay. Achso, ja, du fängst an. Ah. Stopp. C. Ist mir ein fucking Schauspiel mit F eingefallen. Jerome Flynn. Ach Gott. Fuck. Oh Gott, ist das schwierig. Boah, ist das schwierig. C, ein Ort mit C in Westeros. Was könnte das denn sein? Scheiße. Hä? Hey? Das ist piept noch. Ja, klar, es piept das noch. Das piept noch. Shiri? Ich glaube, das ist eine Disqualifizierung. Was sagt der Shiri? War schon nachdem das Piepen begonnen hat. Ah. Das ist ein Streichen. Scheiße. Das war gut, das hätte gezählt. Ich habe bei Ort in Westeros nichts. Ich habe Craster's Keep. Ja, lass ich gelten. Lässt du gelten? Ja, das ist ja, nee, doch, lass ich echt ja, ich habe Capital hingeschrieben, aber das ist kein Wort. Okay. Ist das das Ort in Essos? Ich habe nichts, ne. Kroyan? Oh, shit. Kroyan ist einer, nicht schlecht. Ja, auch mit C. 20 Punkte für mich. Figur? Craster. Ja, natürlich. Ich habe Xander Clegane. Nicht schlecht. 10 ne? Punkte. 10. Bei Schauspieler? Ich habe die ganze Zeit Christopher Heavey, aber den schreiben wir mit K. Den schreiben wir mit K, ja. Das ist korrekt. Ich habe, und ich bin sehr stolz darauf, dass ich drauf gekommen bin, Nikolai Coster-Waldau. Oh, nicht Coster schlecht. Coster-Waldau fängt nicht mit C schlecht. An. Schlecht. 20 Punkte für mich. Bei Begriff, was ich jetzt noch gerade hingeschrieben habe, war Child of the Forest. Children of the Forest. Ich hab da jetzt nichts. Ja. Ich habe Citadel. Ja, selbsterklärend zählt auf jeden Fall. Wobei Orte Namen zählen nicht, Jonas. Hä? Das ist ja der Name einer Akademie, eines. Ich lasse es trotzdem. Aber es ist ja auch kein Ort in Westeros. Ja, aber ich bin auch da nicht so klein. Es ging ja nur um Figurnamen. Okay. Also um so Namen. Okay, ich verstehe. Und um Häuser. Was hast du denn diese Runde an Punkten gemacht? Ich habe 50. Ich habe auch 50. Okay, dann. Oh Gott, das ist so schwer, dieses Spiel. Ja, was ist gerade der Gesamtpunktestand bei dir? Bei mir ist es. 140. Ich habe 110. Boah. Ich muss noch einiges aufholen jetzt. Tja. Scheiße. Gut. Dann, ich bin bei A, ne? Also mit A. Mhm. Okay, Moment. A.
Stopp. Wieder C. A. Stopp. D. Warte. Ach so. Investors mit D, warum ist das so schwer? Warum fallen mir keine Orte in. Scheiße. Warum fallen mir keine Orte Investors ein? Du wirst die so in den Arsch speisen. Bei einem Ort Investors? Warte, jetzt will ich aber auch nochmal überlegen. Bei einem Ort Investors würde ich mir in den Arsch speisen. Mhm. Was so oft. So heißt auch eine Folge. Hä? Die erste Folge der 7. Staffel heißt so. Erste Folge der. Dorn? Nein. Hätte Dorn aber gezählt? Dorn hätte ja gezählt. Okay, was hast du denn? Drachenstein. Dragonstone. Dragonstone. Oh, so naheliegend. Ja, das ist so. Oh, so naheliegend. Ja. Ich weiß noch nicht, ob mein Ort in Essos zählt. Was? Aber ich finde, es zählt. Westdorfrak. Westdorfrak? West heißt Stadt auf Dorfrakisch. Aber es fängt mit einem V an. Schiedsrichter. Westdorfrak. I don't know. Du musst sagen, ja oder nein. Es zählt! Okay. Er hat 10. Ja, West heißt Stadt. Ja, wobei, nehme ich diese. Ja, doch, ich nehme diese Punkte an. Bei Figur habe ich Arthur Dane. Doran Martell. Ja, gilt beides. Ich habe keinen Schauspieler. Stephen Delane. Wer ist das? Der Schauspieler von Stannis Baratheon. Ach so. Ja, dann glaube ich dir das einfach mal. Kannst du auch nachgoogeln. Begriff? Ja, Dothraki. Habe ich auch. Okay, gut, dann 5 Punkte da. Ich habe 25 diese Runde. 30, 40, 50, ich habe 55. 55? Ja. Im Ernst? Dann haben wir jetzt Gleichstand, Jonas. Ja? Mhm, dann haben wir jetzt Gleichstand. Nee, Moment, du hast doch 30 Punkte Vorsprung. Ja. Und du hast 25, oder? Ja. Ah, okay. Genau. Dann ist jetzt Gleichstand. Und du übrigens, wenn ich hier drauf drücke, musst du mal kurz warten, ja, weil du hast deinen kleinen Zeitvorsprung. Okay. Achso, ich muss. Genau, du musst das lernen. Moment. Ich kann nichts dran, nicht nutzen. Lass mir diesmal ein bisschen Zeit. Ich lade mir ein bisschen Zeit. Stopp! Z. Ach, wollen wir das spielen? Überhaupt? Fangen wir von vorne. Ja. Wir lassen ZX. ZX lassen wir mal aus. Okay. A. Stopp! K. Fehlt ein Ort in Essos. Dir ist wahrscheinlich sofort einer eingefallen, oder? Mhm. Ist dir keiner direkt eingefallen. Oh, das ist gar nicht so einfach, Key. Oh Gott! Man kann auch in der Zeit einfach nicht nachdenken. Boah, wie viel man einfach nicht hat. Scheiße. Das war's. Hast du denn, sagen wir es mal so, wie viele hast du? Ich habe alle außer Ort in Essos. Ich auch, exakt dasselbe. Okay. Ort in Westeros. Königsmund. King's Landing. Das sind 5 Punkte. 5 Punkte. Ort in Essos. Soll ich mal gucken, welchen Ort es in Essos so gibt? Ich habe ja diese Liste hier noch offen. Ort in Essos mit K. Kaya Kaya Naya. Ah, ja, okay. Das ist aber auch das Einzige, was man hätte kennen können. Okay. Kaya Kayanaya ist diese Stadt in den Bergen, in den Knochenbergen. Hätte man
Nee, wäre ich auch nicht drauf. Ja. Das war zu schwer. Bei Figur habe ich Kleinfinger. Karl Tanner. Doch. Das ist Karl Tanner vom Gin Alley. Drinking wine out of the skull from Geo fucking Mormont. Dann meinte ich aber in. Ach so! Ach, der ist. Ah, okay. Nee, ist schon gut. Ich weiß, hat gerade lange gedauert. Wen hast du? Ich habe Kleinfinger. Das stimmt. Kleinfinger zählt ja wohl. Schauspieler habe ich Sibyl Kikili. Ich habe Christopher Heaview. Das, was du eben gesagt hast. Ich bin voll gefreut, als du mir das quasi verraten hast. Was hast du beim Begriff? Königsgarne. Nicht schlecht. Ich habe Khaleesi. Okay. Gilt beides. 30, 35. 35. Wir haben immer noch Gleichstand, Jonas. Das ist ziemlich spannend. Das ist ausgeglichen. Wie viele Partien spielen wir eigentlich? Wie lange laufen wir schon? Ich frage mal so. Wir sind in der 21. In der 21. Minute, Spielminute sind wir. Oder wir machen jetzt halt noch einen Begriff quasi, dann haben wir 7, wie die 7 Götter. Das wäre ein bisschen zu wenig, oder? Machen wir noch 3? Ah, 10. Machen wir 10 insgesamt. Insgesamt 10, aber dann müssen wir noch 4 machen. Nee, müssen wir noch 3 machen. Das war jetzt die 6. 4 machen, ja. 4 noch? Komm, machen wir 3. Das machen wir einstellen. Machen wir noch 3, also noch 3 Buchstaben. Ich fange an mit A oder du? Nee, ich. Du jetzt, ja. A. Stopp. H. Warte, du musst warten, ne? Nord Investor, okay, los geht's. Name mit H ein. Keine Figur. Ah. Ort in Essos. Ort in Essos. Oh Gott. Warum ist das so nein! Scheiße. Hast du einen Ort in Essos? Nee. Ich leider auch nicht. Der hat mir gefehlt. Wir werden uns gleich wieder ärgern, wenn wir nachgucken. Fangen wir an mit dem Ort in Westeros. Was hast du da? Hardtime, Hardhome. Nicht schlecht, ich habe Highgarden. Mhm. Zählt beides. Ort in Essos. Nein, wieder nichts. Soll ich direkt wieder gucken, warum ist der Ort in Essos so schwer? Hidden Sea, Howling Hills. Ja, gut, das ist ja nee, das ist echt schwierig. Das war nicht so einfach. Wirklich nicht. Okay, dann Figur. Harry Strickland. Nicht schlecht, ich habe Hodor. Auch stimmt. Auch gut. Schauspieler. Isaac Hempstead Wright. Ja, der Brand-Darsteller, nicht schlecht. Ja. Ich habe aber Kit Harington. Oh ja, stimmt. Ja. Einen Begriff habe ich leider nichts. Hast du nichts? Nee. Himmelstor. Ja, okay. Zählt. 20 für mich, 40, 50. Und da hätten wir. Das hieß doch Himmelstor, ne? Oder hatte das irgendwie einen anderen Namen? Google es nochmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Himmelstor ist, aber ich. Also, das in der Eerie, das Ding, ne? Mondstor! In hohen Ehren. Ah, scheiße. Das Mondtor, Mundor. Auf der Burg hohen Ehren. Das war mit H. Ja gut, dann kriege ich die Punkte halt nicht. Wir haben immer noch Gleichstand. Und dass wir, ja, dann haben wir immer noch Gleichstand. Jetzt, zwei noch. Alper, ist mich. Du fängst an. Okay. A. Stopp. Oh. Schwer.
Wie viele hast du? Ich habe 3. 3? Oh, ja. Dann wirst du auf jeden Fall mich so hart in den... Was hast du als Ort in Westeros? Nichts. Ich habe auch nichts. Soll ich hier mal schnell gucken, was es gegeben hätte? Das ist natürlich eigentlich hier. Ja, hier, warte, das ist besser. Old Gis. Ah, nee, das ist aber Essos, oder? Old Gis ist Essos. Nee, das sind insgesamt Orte. Da. Ach so, ah, okay. Ja, nee, Old Gis ist aber Essos. Ich habe halt auch nichts in Essos. Ich habe in Essos auch nichts. Figur? Ormund Baratheon. Ich habe Orys Baratheon. Gab es Ormund Baratheon? Ja. Den gab es, ne? Das war der Großvater von... Von Robert Baratheon. Ja. Ja. Dann 10 Punkte für beide. Welchen Schauspieler hast du bitte? Una Chaplin. Oh, sogar mit 2 O's am Anfang. Ja. Ist gut. Scheiße, da habe ich nichts. Nix? Nee. Okay. Und Begriff? Oathkeeper. Ja. Also es ist ein Schwert. Ja. Aber das zählt ja gut. Wenn hast du nichts? Ich habe nichts. Alter, das ist nur 1? Ich habe nur 1. Das heißt, du hast 50 Punkte, ich habe 10. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem letzten Buchstaben noch gewinnen möchte... Darf ich nichts machen? Ja, muss ich richtig reinhauen. Okay. Oh Gott. Ich bin mit A dran. Ja. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, stimmt, das ist der letzte Begriff. Das ist der letzte Begriff, ja. Ich fange an. Ne? A. Stopp. Ja, A. Als Oldtown gehen. Stopp! Scheiße. Bam! Oh Gott, und das ist alles richtig bei mir. Hundertprozentig. Okay. Bam! Okay, warte, ich blätter noch. Ja, jetzt wäre es vorbei gewesen. Ah! Was hast du als Stadt in Westeros? Ich hab nichts. Altsass. Ach, fick. 20. Ich habe noch Old Town gesagt, ich Depp. Altsass. Ah. Was ist mit dem Ort in Essos? Ich habe Ashai. Und da kann man ja auch diskutieren, wieso, ob das stimmt oder nicht. Wieso? Ja, weil Ashai ist ja eigentlich... Was? Ist das wirklich in Essos? Ja, das ist in Essos. Okay. Das ist definitiv in Essos. Was hast aber du? Ich habe Astapor. Ja, stimmt. Astapor ist halt auch naheliegend. Ich habe sogar 2 Figuren jetzt bei Figur. Welches beide hundertprozentig richtig, deswegen ist es ja wurscht. Ich habe Arthur Dayne. Ja, ist natürlich richtig. Ich habe Eric, den einen der Zwillinge, und ich habe aber auch Aemon. Und ich hätte theoretisch auch noch Aegon hinschreiben. 10 Punkte für beide. Schauspieler. Aiden Gillen. Ah, das ist natürlich assi. Ich habe aber was noch Besseres. Was? Was auf jeden Fall richtig ist. Alfie Allen. Ah, ne? Alfie. Ja. Begriff. Hast du nichts? Doch. Ah. Arak. Ja, ich auch. Das ist das Letzte, was mir noch eingefallen ist. Aber ich glaube, du hast mit... Wollen wir mal zusammenzählen? Ich habe 35. Du hast jetzt 35? Mhm. Ich verrate mal nicht für die Spannung, was ich habe. Ich zähle jetzt noch alles zusammen. Wir zählen zusammen. So, ich habe jetzt meinen Punktestand ausgerechnet. Jonas, müssen wir nochmal nachrechnen. Das wird jetzt ziemlich spannend. Ich sag nur so viel. Ich habe 295 Punkte. Und Jonas, sag mal bitte Kategorie für Kategorie, wie viele Punkte du hast. 45. 45. 15. 15. 0. 0. 50. 50. 55. 55. 35. 35. 30. 30. 50. 50. 35. Zusatzzahl 46. Damit steht es 315 zu 295. Und Jonas hat mit 20 Punkten Abstand gewonnen. Und ich kann dir auch sagen, wo der Knackpunkt war. Es war das O. O wie das O. Old Town. Ja, bei F habe ich nichts. Bei nichts. F hast du nichts, genau. Und da hatte ich sogar 2 immerhin. Ja. Das ist bitter. Aber du hast schon wieder eine Game of Thrones Challenge gegen mich gewonnen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob wir sowas nochmal machen sollen oder dass ihr mit irgendeinem anderen spielt. Schreibt uns unbedingt mal eure Punktzahl, falls ihr mitgespielt habt, in die Comments, wie ihr abgeschnitten habt und was so offensichtlich ist, was uns nicht einfiel, was uns hätte einfallen müssen. Die ganze Zeit. Hundertprozentig irgendwas, aber so mit Zeitdruck. Das ist echt nicht einfach. Und abonniert Schattenwolf, das wäre cool. Und jetzt in der Endcard verlinken wir euch auch noch 2 andere wundervolle Videos dieses Kanals. Checkt auf jeden Fall beide aus. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Vala Morghulis. Vala, du hättest.